Willkommen Leute zu einer weiteren Top-Liste und zwar dieses Mal zu den 10 besten Monstern, die direkt angreifen können. Und ich muss sagen, da kommen auf jeden Fall einige Karten in Frage, man muss aber eine Sache dazu sagen. Die meisten Monster, die direkt angreifen wollen, sind steinalt und absolut peinlich. Und ich werde hierzu auf jeden Fall auch eines Tages mal eine negative Top-Liste machen, wahrscheinlich sogar schon in ein paar Wochen. Aber heute wollte ich wirklich mal die besten Karten rausfiltern. Und es gibt tatsächlich sogar einige sehr gute Themenkarten, die direkt angreifen wollen und wo diese Mechanik quasi sogar eine große Rolle spielt. Von daher, eure Meinung hierzu könnt ihr mir gerne mal schreiben, aber die besten Karten, die ich finden konnte, werde ich jetzt mal vorstellen. Die nächste Top-Liste werde ich am Ende des Videos ankündigen, von daher bleibt auf jeden Fall dran und da würde ich sagen, schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor-Lotte-Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram und wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Karte. Und ich würde sagen, wir starten heute mit einem Toolmonster. Und ganz ehrlich, Leute, ich kann auch keine Top-Liste aufstellen mit Monstern, die direkt angreifen können und nicht Toon erwähnen. Das ist quasi das Thema, was diese Mechanik symbolisiert, neben halt einfach Watt. Aber das Watt-Deck-Thema ist leider sehr, sehr traurig. Also wirklich, das ist nicht gut. Das Toon schon ein bisschen interessanter, wegen halt einfach einigen sehr, sehr unfairen Support-Karten. Beispielsweise halt das Toon Kingdom, was schon eine sehr starke Karte ist an sich, die halt die eigene Monster sehr gut schützen kann. Und man kann generell das Thema halt über die starken Traps vor allem auch relativ auf Anti bauen, beziehungsweise auf Control. Und dieses Monster hier ist in meinen Augen das beste Monster des Themas, weil die ganzen Schwer 7er Monster, die man auch spielen kann, vor allem halt, naja, Dark Magician von Toon oder auch Red Eyes, die können heutzutage nicht mehr auf Tomahawk gehen. Und das war halt damals quasi das beste Play, was Toon machen konnte, als Link begonnen hat. Und jetzt, wo Tomahawk weg ist, ist halt, denke ich, dieses ganz normale Stufe 4, naja, Control-lastige Toon mit am besten. Und das kann halt diese Karte hier am besten machen, weil die Karte halt stark ist und deswegen halt für Game leicht pushen kann. Was wir auch haben, ist logischerweise der Hexenmeister. Der ist auch besser vom Effekt her, weil er halt weniger quasi abhängig ist von der Hand des Gegners, wodurch halt diese Karte hier nicht immer Plus macht. Aber dadurch ist halt auch der Hexenmeister insofern genervt, dass er schwach ist, während er diese Karte hier 1-9 hat. Ich würde sagen, man kann das nachvollziehen, aber man muss Toon hier nicht ranken an sich, weil es halt kein so starkes Thema ist. Aber ich finde es noch gut genug für die Top-Liste. Watt beispielsweise konnte ich aber nicht erwähnen, weil wie gesagt, Leute, Watt ist einfach ja wirklich unspielbar. Das Deck ist wirklich schwach und das ist sehr schade, weil ich finde es eigentlich cool. Doch die nächste Karte, die ist einfach relevanter und auch generischer. Und zwar der Zauberschläger, und der ist einfach so specialbar, indem man eine Zauberkarte von seinem Friedhof aufgibt. Und das ist wirklich mega günstig. Diese Karte hier kann direkt angreifen, was jetzt nicht so viel bringt, aber es geht. Und die Karte ist einfach so ein specialbarer Krieger für Isolde-Plays, ne? Ihr wisst Bescheid, es gibt so viele Extender für Isolde. Ich werde jetzt nicht anfangen, alle aufzuzählen, es sind endlos viele. Neo Space Connector ist ja der beste, aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Und der Zauberschläger ist halt auch eine dieser Karten, die floatbar sind. Man nimmt meistens eher die anderen, keine Frage. Aber das heißt nicht, dass diese Karte hier weniger gut ist. Ich würde sagen, besser bewerten als solche kleinen Toon-Monster. Muss ich die Karte auf jeden Fall. Aber dadurch, dass sie Konkurrenz hat, muss ich jetzt auch nicht komplett übertreiben. Und dieses direkte Angreifen ist hier auch gar nicht mal so zentral, als ich auch ein bisschen bestrafen möchte, weil ganz ehrlich, die Karte macht dann 600 Schaden und das war es quasi auch schon. Es geht hier eher um die Special Summon. Aber wir werden heute auf jeden Fall noch die ein oder andere weitere Karte sehen, die nicht unbedingt deswegen geil ist, weil sie direkt angreifen kann, aber sie kann es halt auch. Aber sie ist halt quasi anderweitig relevant. Und deswegen würde ich sagen, kann man diese Karte jetzt deswegen nicht aus der Top-Liste rauskicken. Ich würde sagen, Platz 9 ist fair. Doch der 8. Platz geht heute an eine weitere Themenkarte, und zwar an die Karte Yosenyu Kama 2. Und ich muss sagen, diese Karte hier macht sehr viel Sinn, dass sie quasi direkt angreifen kann, weil das ist prima für dieses Themendeck hier. Die macht zwar dann quasi nur halben Schaden, aber das ist ziemlich egal. Weil das Wichtigste ist hier folgendes, der Kama 3 von dem Thema, ein weiteres Effektmonster, kann was raussuchen, wenn Yosenyu Monster Schaden machen. Und das kann diese Karte hierdurch quasi immer wenn sie möchte. Der Gegner kann noch so starke Monster haben, die Search kommt durch, weil der Kama 2 einfach an denen vorbeirennt und direkt angreift. Und das ist halt so wunderbar. Und somit bekommt ihr quasi jedes Mal, wenn ihr Kama 2 und Kama 3 habt, euren Kama 1 und das ist das beste Monster des Themas, was quasi Karten bouncen kann vom Gegner. Von daher, das wollt ihr am besten immer haben.
und dass der Karma 2 quasi dafür sorgen kann, dass man das konstanter bekommt, naja, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ich würde sagen, Sable ist die Karte definitiv in jedem Yuzhen-Deck, einfach nur deswegen, weil man die halt, naja, leicht rausspammen kann, ohne Probleme, über zusätzliche Normal Summons, wenn man viele Karmas hat, allein deswegen muss man die Karte spielen. Aber dieser Bonuseffekt hier, dass diese Karte quasi direkt angreifen kann, der ist auch sogar praktisch. Und das Thema an sich ist auch nicht so schwach. Ich meine, Yuzhen-Yu Kaiju beispielsweise ist vollkommen stabil. Es ist zwar kein Meta-Deck, in keinster Weise. Ich würde auch sagen, nicht unbedingt krass Rogue, aber es ist zumindest ein unteres Rogue-Deck, könnte man sagen, was manchmal überraschende Spiele holen kann, überall die Kaiju-Plays, ne? Ich denke, es ist okay und Karma 2 ist da halt wirklich ein Staple. Doch der siebte Platz geht heute tatsächlich an ein Xyz-Monster, und zwar an die Karte Albtraumhai, und das ist ein Rang 3 Xyz-Monster, das einfach nur direkt angreifen möchte und das halt generisch ist. Du baust einfach so zwei Stufe 3 Monster, overlayst die auf Albtraumhai, rennst rein für Game und hast gewonnen. Diese Karte hier soll einfach nur den Sack zumachen. Und deswegen war die Karte bisher eigentlich fast jedes Mal Staple in allen Stufe 3 Decks. Das Ding ist halt nur, es gibt nicht viele. Die Stufe 3 ist zwar nicht gerade die seltenste Stufe, aber es gibt nicht so viele gute Themendecks, die quasi auf die Stufe 3 gehen. Das Beste ist wohl Burning Abyss und so. Das Ding ist halt nur, im Link-Format hast du halt in vielen Decks, die halt diese Karte spielen könnten, nicht unbedingt den Platz für sie, und deswegen fliegt sie manchmal halt raus. Ich würde sagen, so krass kann ich diese Karte mittlerweile nicht mehr bewerten, und der Einsatzgebiet ist auch nicht so krass, aber sie ist immer noch auf jeden Fall stabiler als so ein Staple in Yuzhen-Yu beispielsweise, weil ganz ehrlich, Yuzhen-Yu ist wie gesagt jetzt nicht gerade Meta. Ich denke, der siebte Platz ist hier auf jeden Fall fair, aber die nächste Karte ist halt schon ein bisschen besser, weil da geht es jetzt quasi um Rang 4 und das ist einfach der bessere Rang, weil er besser supportet ist. Und das führt mich jetzt logischerweise zum Herzlanddrachen und das ist einfach quasi genau dasselbe für Rang 4, ebenfalls mit 2000 Schaden. Der einzige Unterschied ist hier quasi, dass man leider eine offene Zauberkarte haben muss, aber ganz ehrlich, ist das so schwierig. Jeder Field Spell, jede permanente Zauberkarte, jede Pendelskala meinetwegen erfüllt diese Bedingungen, von daher ist es nicht so knifflig, diesen Effekt aufzulösen. Und dann könnt ihr einfach so direkt reinrennen für 2000 Schaden. Ich würde sagen, normalerweise würde ich diese Karte hier aufgrund dieser Restriktion schlechter bewerten als den Albtraumhai, aber ganz ehrlich, wir haben so unfassbar viele Stufe 4 Monster, dass man diese Karte einfach in viel, viel mehr Decks bauen kann, was diese Karte leider deutlich generischer macht. Und deswegen auf jeden Fall Platz 6. Aber leider fliegt auch diese Karte hier immer häufiger aus Decks raus wegen Link. Aber das geht halt auch dem Albtraumhai so. Aber hier ist es fast noch schlimmer, weil ganz ehrlich, Rang 4 hat halt auch untereinander große Konkurrenz, weil es einfach über 100 verschiedene Rang 4 Monster gibt. Aber ich denke, Platz 6 ist trotzdem quasi noch sinnvoll, weil ganz ehrlich, so viele Rang 3 Decks haben wir einfach nicht. Doch die obere Hälfte der Topliste starten wir heute mit Anki. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter maskierter Held. Die Karte wird bis heute gerne gespielt und man kann halt quasi einfach aus ihr einen Darklore machen. Und das ist immer ein gutes Play. Weil wenn man tatsächlich mit dieser Karte hier ein Monster besiegen sollte, darf man sich einen weiteren Maskenwechsel raussuchen. Das bedeutet, man macht quasi einfach so aus einem Shadow Mist beispielsweise einen Anki, besiegt ein Monster, macht dann aus Anki noch in der Battlephase einen Darklore und besiegt noch ein Monster bzw. macht ein bisschen mehr Schaden und hat dann quasi Darklore für die Runde des Gegners. Und wenn man möchte, kann diese Karte hier auch direkt angreifen, mit dann quasi halbierter Angriffskraft mehr oder weniger. Und dann hat sie 1400 und kann damit quasi auch den Sack zumachen. Ist auch manchmal wichtig. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Karte. Die Frage ist halt nur, wie bewertet man die? Ich denke, die Themendecks, die jetzt noch kommen, sind einfach etwas relevanter in gewisser Weise. Beziehungsweise Anki ist halt in den Helden nicht so relevant. Wenn Anki weg wäre, würde das den Helden nicht so sehr wehtun. Es wäre schade drum, weil halt einfach dieses Brückenplay über Anki auf Darklore schon nice ist, aber das hat heutzutage keine so große Relevanz mehr wie zu den großen maskierten Helden-Hype-Zeiten, wo wirklich quasi nur Anki und Darklore gebaut wurden und manchmal quasi noch Absolute Zero und das war's dann bei den Helden. Heutzutage ist es anders, es ist mehr so ein Dark Warrior-Spam geworden, beziehungsweise so ein Dark Hero-Spam. Und da ist halt Anki nichts mehr so krasses, beziehungsweise ja nicht mehr so zentral. Ich würde sagen, mehr als Platz 5 ist hier leider nicht drin, weil die nächsten Deckthemen einfach von diesen Direktangreifkarten
etwas mehr Gebrauch machen. Und da kommen wir zunächst mal zu der Lilibell. Und ich muss sagen, Trickster hat auf jeden Fall hart aufs Maul bekommen, keine Frage, durch die Bandlist, weil der Field Spell ist jetzt einfach auf 1 und das tut extrem weh, wenn es halt um die Konstanz geht, weil man muss einfach sagen, die Engine von diesem Themendeck hier ist verdammt klein. Wir haben Candida, wir haben Lycoris, wir haben, naja, die Lilibell, die man spielen muss, dann haben wir noch so ein, zwei weitere Karten und den Field Spell und halt die Reincarnation. Und mehr Karten hat dieses Themendeck quasi nicht, die man spielen muss. Das heißt, man muss das Ganze dann quasi noch füllen mit diversen Handtraps oder generell einfach generischen Tech-Choices oder Fallenkarten. Und das blickt teilweise mal und man zieht nicht immer die wichtigen Karten. Und wenn dann der Fieldspell quasi noch auf 1 geht, tut das einfach weh. Aber die Lilibell ist auf jeden Fall nach wie vor ein wichtiges Combo-Piece für dieses Deck hier. Und dass die Karte einfach so direkt angreifen kann, ist auch verdammt wichtig. Von daher, ich muss die Karte deutlich belohnen, gerade weil auch die Funktion hier des Direktangreifens hier durchaus was ausmacht. Und ich denke, dass Trickster nach wie vor ein stabiles Deck ist. Es ist längst nicht mehr so gut, ne, wie vor dem Hit, aber es ist immer noch okay. Und ich würde sagen, Platz 4 ist einfach fair. Weil ich würde sagen, Lilibell ist für Trickster heutzutage bedeutsamer als Anki für die Helden. Auch wenn die Helden gerade besser sind als Trickster. Kann man das nachvollziehen? Ich hoffe schon. Doch was halt noch besser ist, ist halt einfach Prankits, ne? Und diese Rakete hier ist schlicht und ergreifend ein Monster, was direkt angreifen kann. Das ist nicht unbedingt das Wichtigste an der Karte, ne? Generell ist das Thema sehr stark bekannt dafür, extrem zu swarmen und tatsächlich recht komplexe Kombos zu haben. Zumindest sieht es immer so aus, wenn ich das ganze Thema so ein bisschen als Zuschauer betrachte, weil ich habe es nie selbst gespielt und habe auch nicht so ein krasses Interesse daran. Aber es ist schon irgendwie faszinierend, ne? Wie viele Ressourcen das Deck quasi aufs Board bekommt, beziehungsweise wie viele kleine Monster gefloatet werden. Und es ist einfach kein schwaches Deck. Als es neu war, hat es random einfach sofort ein Turnier gewonnen, weil die Leute einfach gar nicht drauf klarkamen, wie es gespielt hat. Mittlerweile schafft es das quasi nicht mehr. Nicht mehr konstant zumindest, aber es ist zumindest immer noch okay und auf jeden Fall ein solides Rogue-Deck. Ich würde das Deck auf jeden Fall besser einordnen als Trickster beispielsweise, wie gesagt halt, vor allem wegen dem Hit. Aber auch so hat es auf jeden Fall gute Chancen, da gut mitzuhalten. Und diese Karte hier ist einfach so wichtig für das Thema, die muss ich krass bewerten, das geht gar nicht anders. Die einzigen Karten, die ich jetzt auch besser bewerte, sind wirklich, naja, eine sehr generische Karte und eine weitere Themendeck-Karte, die in einem noch besseren Thema drin ist. Von daher, deswegen ist nur Platz 3 drin. Aber ich würde sagen, Platz 3 ist ja auch kein schlechter Platz, auf gar keinen Fall. Aber die Nummer 23, die finde ich einfach besser. Weil der Lancelot ist quasi einfach ein Rang 8 Xyz-Monster, was direkt angreifen kann. Quasi genau das, was schon der Herzlanddrache und der Albtraumhai machen wollten, auf einem höheren Rang. Das Ding ist halt nur, hier ist es eine ganz andere Situation. Man muss halt sagen, Rang 8 hat nicht so viel Konkurrenz. Es gibt natürlich die Möglichkeit, beispielsweise Hope Harbinger zu spielen, ne? Gute Negation gegen Zauberkarten. Wir haben auch die Möglichkeit, diverse Galaxy als Monster zu spielen. Sehr gute Karten, aber ansonsten kommt nicht mehr viel in Frage. Und wenn wir dann noch Platz haben, was bei Rang 8 Decks auf jeden Fall häufig der Fall ist, passt so eine Karte auch manchmal rein, als quasi Finisher. Und deswegen wird diese Karte bis heute häufiger gespielt in meinen Augen als Herzlanddrache. Weil bei den ganzen guten Rang 4 Xyz-Monstern den Herzlanddrachen noch sinnvoll einzubauen, das ist nicht so einfach, aber der Lancelot findet noch eher Platz, weil quasi dieser Rang noch nicht so krass belegt ist. Und bei Rang 3 ist es ähnlich. Rang 3 hat auch schon viele gute Karten, die quasi alle sich irgendwie reinquetschen wollen. Und ich denke, dass gerade bei Rang 3 Decks auch Link-Monster etwas krasser vertreten sind, als halt bei Rang 8 Decks. Kann man das nachvollziehen? Ich denke schon. Ich würde sagen, Lancelot sollte man hier auf jeden Fall gut bewerten. Ob die Karte über der Rocket stehen muss von Prankits, da kann man sich drüber streiten, aber ich denke schon. Weil hier einfach diese Mechanik des Direktangreifens mal wieder etwas mehr im Fokus steht als bei der Rocket. Wollte ich die Karte halt ein bisschen belohnen. Ich denke, Platz 2 ist noch in Ordnung. Aber der erste Platz geht logischerweise mit Abstand, naja, an Altergeist, was soll ich sagen. Denn naja, Freunde, es gibt halt einfach noch Melusieg, ne? Und Altergeist ist einfach ein Deckthema, was deutlich stärker ist als Prankits beispielsweise. Es läuft nach wie vor sehr, sehr häufig auf Turnieren rum, kann auch teilweise wirklich Erfolge feiern. Es ist auf gar keinen Fall Tier 1 aktuell, aber nach wie vor sehr stark, trotz nur einem Multifaker. Und Melusieg ist dort auf jeden Fall Staple. Und das Direktangreifen ist auch vollkommen solide.
Ich würde sagen, ich kann die Karte nicht anders bewerten als Platz 1, weil das ist hier mit Abstand, naja, die relevanteste Karte im Spiel, die derzeit direkt angreifen kann, die ich halt einfach gefunden habe. Deswegen halt diese Platzierung. Ich würde sagen, das kann man, denke ich, auch irgendwie verstehen. Ansonsten schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, aber ich denke, diese Karte hier hat heute mit Abstand gewonnen. Einfach nur, weil das Deckthema wirklich, wirklich gut ist. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute angesprochen habe, in die Kommentare, so wie immer. Und da würde ich sagen, jetzt mal nächstes Mal weiter mit der nächsten Top-Liste, die ich jetzt ankündigen werde. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Karten, die gegnerische Phasen überspringen können. Und das könnte sehr, sehr cool werden, ne? Es geht hier auf der einen Seite um so Karten wie beispielsweise Arkane macht die Welt, die ganze Runden überspringen können. Aber auch auf der anderen Seite um Karten, die nur einzelne Phasen quasi überspringen können vom Gegner, beispielsweise die gegnerische Main-Phase 1 oder so. Und ich will da mal wirklich ein Ranking zu machen, weil ich denke, dass das sehr, sehr coole Fun-Karten sind. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall eine komplette Top-Liste zustande kommen kann. Von daher, schlag mir gerne Karten vor. Es sind wohl mit die stärksten Effekte im Spiel, aber deswegen brauchen die auch krasse Restriktionen, weswegen sie nicht broken sind. Aber dann würde ich sagen, könnt ihr mir dazu gerne Karten vorschlagen und dann schaut auch gerne vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere bis die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.